Bei Ferrari geht's von der 1 und von der 3 aus ins Rennen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Ein Mika steht vor uns, ein Bernoulli steht sehr weit vorne und zwar auf der 9. Und jetzt trocken sein, ja. Fahrzeugänderung laden. Heckflügel 12, Frontflügel 17. 7. Gang. Gehe ich jetzt 5 runter? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Mache ich einen Klick mehr als im Training jeweils. 7. Gang, Flügeleinstellung stimmt auch noch. Hab mir das Rennen in Melbourne nochmal angeguckt. Wir sind vor der Ziellinie nicht auf die 6 gekommen. Da ging irgendwas mächtig gewaltig schief. Kein Stop und genügend Sprit an Bord. Ja, bitte. Danke. Feucht. Gut, ist egal, weil wir eh das gleiche Setup da haben, aber ich guck mal noch. Genügend Sprit an Bord. Der Motor von Michael steht im Schatten. Jawohl. Auf 1 und 2, Ferrari. Hier kommt Jordan. Aber Wagen setzt jetzt schon viel auf und das. Hätte ich doch nicht einen Klick nach unten gehen sollen. Setzt er hier auch auf? Ja, da sind wir noch nicht schnell genug. Dann wird er auch Stadt hier, schätze ich. Jordan auf 3. Wie Grip wir jetzt haben, weil es trocken ist. Setzt der Wagen hier unten nochmal auf, mal gucken. Wir bekommen Besuch von hinten. Da will immer das Rennen gewinnen. Ja, wir setzen mal ganz kurz auf. Ja, statt hier wird es aber am schlimmsten sein. Jetzt lässt er sausen, das ist gut für uns. Hui. Wagen setzt gleich auf, Achtung. Hoffentlich ist das nicht zu viel aufsetzen. Wir haben einen neuen Hintermann, was ist denn da los? Der fährt doch einen Zwei-Stop-Rennen, oder? Jetzt haben wir den neuen alten Hintermann. Der Wagen wird im Verlauf des Rennens ja noch leichter, trotzdem muss der Unterboden jetzt doch etwas leiden. Ich hoffe, das passt am Ende.
dass er nicht rot wird. Jetzt ist er sehr nah dran, das ist aber nicht so schön. Das hätten wir trotzdem hinbekommen, außer er hat eine Übergeschwindigkeit auf der Geraden. Ich muss ja sagen, das ist ein schönes Auto da im Rückspiegel, aber das kann gerne da hinten bleiben, damit ich es noch weiter angucken kann. Wir haben BMW Williams auf Platz 3. Ja, welche Strategie fährt es mir eigentlich? Nutzt PPG, Hauptsache wir bleiben vorne. Auf der Geraden haben wir durchaus eine Chance, deswegen ist die Strategie der Konkurrenz eigentlich egal. Wenn Michael schon mal rein muss, dann haben wir für eine Zeit lang Ruhe. Oh, das war wieder wild. Oh, ich muss den BMW Williams auch im Blick behalten, wobei der ist zu weit weg. Gerade haben wir jetzt Ruhe, der wird nicht rankommen. Ein Arrows zu rechten zu sehen. Da ist ein Ferrari hinter uns zu sehen. Und der kommt wieder gut raus. Oh, es wird einen Zweikampf hier oben geben. Oh, das war irgendwie ganz schön eng, habe ich das Gefühl. Der greift nochmal innen an, oder? Nein, der schummelt sich nur so in den Rückspiegel. Damit er uns verleiten kann. Das war gemein, das war gut. Gefällt mir gar nicht, wie bissig der da hinten herumfährt. Diese Linie hat mir überhaupt nicht gefallen, aber hat sich nur gegen Schumacher verteidigt. Ich dachte, er setzt nochmal an, aber nein, er hat sich nur verteidigt. Auch dieses Mittigfahren hat mir nicht gefallen. Für Michael Schumacher wird sein, wenn er rein muss oder irgendwo im Feld rauskommen und das nach vorne fahren, wird dann wieder schwieriger. Der Arrows ist immer noch zu sehen, wir sind gerade auf Arrows-Niveau. Wir haben uns auch verteidigt, das kostet ja auch Zeit. Der ist schon wieder nah dran.
Hauptsache, das geht für Ferrari nicht schief. Das darf überhaupt nicht sein. Auf 1 und 2 liegend hier. Wir werden einen Unfall bauen. Jetzt kommt der BMW an. Uns wird er nicht angreifen, schätze ich. Also er macht irgendeinen Scheiß. Ich bleib mal mittig. Kostet nur Rundenzeit. Auf keinen Fall eine Position, wenn ich da mittig fahre. Der Unterboden setzt für meinen Geschmack zu oft auf, das ist nicht gut. Hätte diesen Einklick einfach sein lassen sollen. Der Jordan ist nicht mehr auf 3 und nicht mehr auf 4, da ist ein sauber auf 5. Der Arrows ist immer noch da. Und hier unten ist noch kein Auto zu sehen. Noch kein Poster Acer. Der bleibt wieder. Ihr habt mich zu früh entschieden. Doch nicht dran. Jetzt hat er 3 Verfolger. Boah, das sieht im Rückspiegel aus. Weh, die schießen uns jetzt ab. Die haben Spaß. Wir haben neuen Hintermann. Ah, da ist der Jordan hinter dem Sauber, der ist wieder rangekommen. Jetzt haben wir BMW-Power im Nacken. Der Name Schumacher bleibt aber. Etwas mit dich. Wer weiß, was der hinter uns macht. Der hat schon viel Scheiß gemacht. In den letzten 2 Saisons. Ferrari, BMW, Williams, Ferrari, McLaren, Mercedes. Ich fahr sicherheitshalber wieder mit dich. Dann werden wir nicht nur leicht angeschossen, werden dann komplett und dann haben wir einfach mehr Masse, die wir entgegensetzen. Nee, die Masse bleibt die gleiche, aber mehr Fläche. Wenn sie uns hinten an der Rückleuchte treffen, könnte mehr Schaden geben, aber so leicht am Hinterreifen dreht uns gefühlt mehr raus. Ferrari wieder auf 1 und 2. Was macht denn der Arrows? Dürfte uns jetzt etwas entfernt haben. Wir hatten jetzt etwas Ruhe. Mal gucken. Ja, oh, beide Arrows. Ist der eine rangekommen oder sehen wir jetzt beide, weil der vordere Arrows langsam geworden ist? Egal. Ich sehe dich, Michael. Lass das. Auf jeden Fall innen bleiben, wer weiß, was der Ralf Schumacher da noch mitmacht. Ja, genau, da sehe ich ihn wieder links. Überholt den Michael wieder. DC und Montoya, die haben einiges vor in diesem Rennen. Die sind ja von weit hinten aus gestartet.
beiden Arrows sind immer noch genauso zu sehen wie in der letzten Runde. Und da unten ist jetzt auch was zu sehen, Minardi und Prost Acer. Und BMW Power wird es jetzt probieren, der ist nah dran, der wird angreifen. Michael Schumacher auch. Jetzt muss er sich verteidigen, jetzt zieht er nach rechts. Ach du Scheiße, ich sehe die beide gerade nicht im Rückspiegel, das ist nicht schön. Sehe ich ihn neben uns, da brauche ich keinen Rückspiegel für. Lasst uns bitte einfach in Ruhe. Dankeschön. Also, meinetwegen können sie uns angreifen wollen, aber auf keinen Fall berühren. Nicht irgendwo über den Bremspunkt hinausschießen. Und der BMW ist immer noch hinter uns. Der eine Arrows fällt fast wieder aus dem Blickfeld raus. Okay, unser Hintermann wird gleich von seinem Hintermann zu tun bekommen. Wir werden, denke ich, in Ruhe gelassen. Nee, wir haben alle beide Ruhe. Häkkinen könnte mich ja schon mal angreifen. Oh, Michael Schumacher mal vom Podium weg. Neue Situation. Der Jordan ist auf 5. Wie weit weg ist die Rotnasenspitze? Gerade weit genug weg. Und tschüss. Das könnte reichen für einen Nicht-Angriff. Aber ich muss innen bleiben. Schwierige Situation. Ich hätte auch auf die DR-Linie fahren sollen, direkt nach dem Senna ist. Weiß ich hoffentlich was nächste Mal Bescheid. Der Mika war noch nicht Hintermann von uns. Mal gucken, ob die den noch lassen. Wir haben schon fast ein Drittel des Rennens hinter uns. Fühlt sich gerade noch an wie Runde 3 oder 4. Warum habe ich hier gelupft? Jordan auf 5, dann kommt ein Sauber, dann kommt, glaube ich, der nächste Sauber. Und Ferrari wieder auf 1 und 3. Wenn der Unterboden rot wird, dann ist es für die gerade nach dem Senna ist nicht so schlimm, weil da setzen wir erst sehr spät auf, dann verlieren wir nämlich Geschwindigkeit, wenn das Ding aufsetzt.
Auf Stadtzi ist das schon schlimmer, wenn wir vom Anbremsen massiv an Geschwindigkeit verlieren. Und noch ein Arrows zu sehen, ich glaube der andere ist näher an uns reingefahren. Interessante Linie, die er da wählt. Ist nicht so gut. Okay, sah schlimmer aus, als es am Ende war. Ups. Hat mir trotzdem nicht gefallen. Die beiden sauber duellieren sich da oben. Und da ist er wieder hinter uns. Michael auf 2. So muss das aber noch zu Ende gehen. Wäre zwar nicht so gut für uns in Sachen WM, aber in erster Linie geht es hier ums Team. Und einfach, wenn es ums Team geht, da sage ich mir nicht, oh, wäre für die WM schön, wenn der einfach ausfallen würde. Nein, ausfallen ist nicht. Nicht, wenn wir im gleichen Team sind und Rivalen. Ich gar keine Arrows mehr, das macht mich irgendwie etwas unruhig. In Sachen Rundenzeit. Kann uns ja eigentlich egal sein, wenn keiner an uns vorbeikommt, aber... Aus der Hinterreifen zu sehen, jetzt ist er weg. Und da wird es wieder probieren. Hinterreifen ist noch zu sehen, jetzt kommt der BMW Williams aber an. Die Rennen in Brasilien sind immer mit die spannendsten. Ein Stück weit auch Indianapolis. Aber auch nur bis die stoppen. Aber in Brasilien. Habe ich auch eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, außen haben sie bei Cover 1 ganz schöne Probleme. Nicht so. In Indianapolis, da haben sie weniger Probleme, habe ich das Gefühl, wenn sie neben uns sind, da können sie es am Ace nachreißen. Aber nachdem ich hier Ralf Schumacher vor ein paar Ecken, vor ein paar Runden bei Cover 1 gesehen habe, wie weit vorne der war und außen und nichts reißen konnte, fühle ich mich doch etwas sicher. Und der Wagen aus Grove ist wieder hinter uns. Lupfen bringt ja nicht viel, der Unterboden setzt trotzdem auf. Ich wollte mir jetzt sagen, hey, wenn ich schon hier einen Vorsprung habe, dann sehe ich zu, also bei Kurve 4, dass ich rumlupfe, damit der Unterboden weniger aufsetzt, aber das bringt nichts. Jordan ist auf der 5. Okay. Ich glaube, da war wieder ein Arrows zu sehen. Da unten ist wieder ein Minardi zu sehen. Da ist wieder ein BMW Williams zu sehen. Der kommt jetzt mit. Lässt erstmal etwas ziehen, aber wird jetzt wieder ranfahren.
Jetzt mache ich nicht den Fehler und ziehe nach links. Das geht nämlich schief. Der ist auch näher dran. Leerlinie. Links zumachen. Und zweiter Richtungswechsel. Schluss. Bin mal gespannt, wer das reinkommt und wer uns bis Rennende jagen wird. Ich kann das so gar nicht einschätzen. Gefühlt kommen die alle rein. Also allen voran die beiden Sauber. Und der Jordan. Bei den drei hinter uns, keine Ahnung. Ein Arrows. Der kommt gefühlt auch rein, der ist viel zu weit vorne. Und die sind ja nicht weit auseinander, die beiden, deswegen werde ich sagen, beide kommen rein. Wenn ich mich hier komplett auf die Ideallinie wieder zurückziehe, mit dem zweiten Richtungswechsel laufe ich in Gefahr, dass er nochmal innen ansetzen kann, wenn er nah genug dran ist, ohne dass ich da nochmal komplett zumachen kann. Höchstens früher, in Anführungszeichen, einlenken, damit könnte ich es noch verkaufen. Aber komplett zumachen kann ich ja nicht mehr. Oh. Der McLaren musste sich dem Jordan geschlagen geben. Der Menardi rutscht hier drunter ein Stück weit nach hinten, aber nicht viel. Kommt der jetzt rein? Ja. Ralf Schumacher ist also ein Einstopper. Michael Schumacher. Der Jordan. Und der Mikko, die bleiben draußen. Auf Platz 13 schon. Halten wir aber auf. Das wird wohl sehr schwierig für ihn, in die Punkte zu kommen. Außer seine Vorderleute kommen auch alle rein. Da ist schon mal der erste Arrows. Ich tippe auf beide kommen rein. Beiden BRR fahren hintereinander her. Fährt er hinter dem ersten sauber ein BMW Williams oder ein McLaren, einer von beiden? Das ist nicht sein Teamkollege. Ich glaube, einer der beiden fährt da. Also entweder JP oder DC. Trolli in der Box. Ja. Trolli war der hinter Häkkinen. Jetzt bin ich nicht ganz zur Ideallinie zurückgefahren, hab mich eher mittig gehalten. Noch alle im Rennen. Alonso ist gerade drittletzter. Der Teamkollege kommt diese Runde nicht rein.
ansetze ich mal zu. Kimi an der Box. Dann ist Heidfeld da hinter Häkkinen. Ralf Schumacher hat jetzt freie Fahrt und setzt mal eine richtige Rundenzeit hin. Auch diese Runde wird kein Ferrari reinkommen. Vorstellen, dass Heidfeld das Rennen mit einem Neustop-Rennen beendet. Wenn doch, dann wird er hier Punkte mitnehmen. Und dann hat er zumindest eine gute Punktechance, sagen wir es so. Michael Schumacher kommt rein. In dieser Runde ist es soweit. Heidfeld ist auch drin. Schade für ihn, für das Sauber-Team. Fahr vorbei. Du kommst eh die Runde rein. Wehe, ihr verarscht uns mit der, kommt diese Runde rein. Dann gibt's Ärger. Die eine oder zwei Sekunden, die er rausfahren kann, die sind vielleicht wichtig fürs Team. Hätten sie mir das eher gesagt, dass er reinkommt, dann hätte ich ihn schon eher vorbeigelassen. Wie er davonzieht! Jetzt auch ein leichtes Auto, aber das kommt nicht nur. Wegen des leicht befüllten Tanks. Beide McLaren-Mercedes ist hinter uns. Jetzt sollte ich immer den Anker werfen, damit er noch mehr rausfahren kann. Aber auch nur den Leuten direkt hinter uns. Aber natürlich fährt er jetzt auch gegenüber denen, die weit hinter uns schnell fahren. Ralf Schumacher zum Beispiel, wieder gerade vor der Zeit raus, der wird freie Fahrt haben, der wird, denke ich, sowieso grundsätzlich vorbeifahren können. Mal gucken, wo das hier für die Rotnasen enden wird. JP ist auch in der Box. Und der Pedro. Und der zweite Aeros auch. Passt also. Michael Schumacher die Boxengassenspur jetzt wieder verlassen. Der liegt auf jeden Fall hinter Schumacher. Erstmal nicht Häkkinen, der Hintermann unsererseits. Hat sich lange drum gedrückt. Kommt jetzt einer von den rein? Ja, Häkkinen hat die Schnauze voll. Jetzt haben wir... Oh, der Schotter wird angegriffen. Vom Franzosen. Jetzt ist Alesi hinter uns. Michael Schumacher sollte vor Mika Häkkinen rauskommen. Oh, der ist jetzt schon über die Linie. Hohoho, scheiße. Hoffentlich wird er sich hinter uns aufgehalten fühlen. Von denen, die hinter uns auch nicht reinkommen, die von uns aufgehalten werden. Aber der ist gerade verdammt schnell und der ist weit vor Michael Schumacher. Was ist denn mit Alesi los? Der ist ja weit weg.
Kommt wieder jemand rein? Das gelbe Rückspiegel sieht gerade interessant aus. Sehr viel gelbe Rückspiegel zu sehen. Und der Schotte kommt auch rein. Alesi, wir wollen ein tolles Ergebnis einfahren. Der scheint nicht reinzukommen. Thomas Enge geht der Überrundung aus dem Weg. Womöglich haben wir nur Alesi als Puffer zwischen uns und Ralf Schumacher. Die beiden BRR kann ich nicht einschätzen, aber die waren ja weit hinter uns. Die konnten wir zusammen mit den Arrows sehen. Die beiden Sauber sind rein, ein Jordan ist rein, die beiden McLaren, unser Teamkollege Ralf Schumacher könnte durchaus direkt hinter Alesi liegen. Er darf auf keinen Fall von uns losgelassen werden. Wer weiß, was der mit dem frischen Reifen da bei Kurve 1 zum Beispiel machen kann. Oder Kurve 4 außenrum. Ich glaube, da war Ralf Schumacher zu sehen. Übel, übel. Wir fahren gleich noch 11 Runden. Da wird sowas von an uns rankommen. Alesi will sich mal probieren. Jetzt müsste er erst im ersten Versuch schaffen. Der kommt rein, oder? Nee. Der wird das Rennen hinter uns. Mit uns auf dem... Oh. Stop, rein zu Ende fahren. Ist das schon Ralf Schumacher da im Rückspiegel? Der ist so schnell angekommen, das muss er sein. Oh oh. Man merkt aber, dass Alesi sich etwas schwer tut, um wieder ranzukommen. Er schafft's, aber ich war auch nicht volle Möhre. Ich bin gespannt, ob unser Unterboden hält. Oh Mann, das ist Ralf Schumacher, der ist so doll rangekommen. Ist doch kein BRR, oder? Doch. Stark nach BRR aus. Und der Boden ist noch gelb, das ist gut. Für uns, dass Alesi einen super Tag hat, weswegen er so nah an uns dran ist. Er fährt die gleiche Strategie im Jordan und ist so schnell wie im Ferrari. Aber dass wir auf einer Runde gesehen im Ferrari im Rennen nicht so oder generell nicht so schnell sind, egal welches Auto, das ist ja nicht neu. Ja, das ist ein BRR auf der 3. Noch mehr Puffer zwischen uns und Ralf Schumacher, das ist gut. Und da hinten könnte er kommen auf der 4. Michael Schumacher ist noch nicht zu sehen. Ja, das ist ein BMW Williams. Jetzt müssen wir uns alle schönen Windschatten geben, damit Ralf Schumacher vom Podium fernbleibt. Wird schon Kampflinie gefahren da hinten. Ah, der BRR greift an. Fährt er jetzt auf die 3, der Ralf? Ja. Dass man mit Windschatten von uns nicht auf der 2 bleiben kann, das haben wir im ersten Stint von den Einstoppern gesehen. Da ist Ralf Schumacher auf der 3. Und der Überrundung ist natürlich auch nicht gut.
Da ist Michael Schumacher zu sehen. Wir sollten Ralf Schumacher schnellstens mal einheizen. Wieso lässt denn Alesi so sehr ab? Das ist nicht gut für ihn. Oh, der wird vorbeifahren. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was seine Reifen hergeben. Jetzt wird es wieder knifflig mit dem vorne bleiben. Die letzten Runden, das war recht entspannt. Was kann er auf der Außenbahn mit seinen frischen Reifen gehen, wenn es drauf ankommt? Das ist auch eine schwierige Frage. Oder eine einfache Frage, aber eine schwierige Antwort. Michael Schumacher ist nicht mehr zu sehen, der ist also deutlich rangekommen. Ja, Alesi, genau. Bleib dran. Ärger den. Oh, das sieht gut aus. Er schafft's nicht, oder? Er schafft's doch. Jetzt sind sie aber weit hinten. Das freut mich ja schon mal. Ein blödes Szenario im Kopf. Thunderboden nutzt sich in der letzten Runde zu stark ab. Es gibt so ein Duell auf Augenhöhe mit Zufahrt auf die Ziellinie und weil wir dann aufsetzen, verlieren wir das Ding. Diese Runde werden wir Ruhe haben. Der BRR kommt nicht mehr ganz mit. Ich glaube, da ist ein McLaren Mercedes zu sehen. Das muss ja dann der David sein. Das war schon mal hinter uns. Fünf Runden und der Rest von dieser noch. Ich sehe Michael Schumacher noch gar nicht im Rückspiegel. Na Alesi, ich versuche dir Windschatten zu geben. Er kommt wieder vorbei. Ich denke aber, das hat er vorhin auch schon geschafft. Das lag nicht an meiner Linienwahl. Jetzt wird aber gleich wieder angegriffen. Und er ist wieder auf der 3. Wäre schön, wenn wir die beiden Minardi bekommen würden, wenn wir gerade Ruhe hätten. Haben.
Ah, ich sehe den Michael da hinten auf der 5. Das zweite Eck von Minardi, Mann! Sein euch das Hinterrad war in der Luft. Ich will jetzt links an dir vorbeifahren, ja? Links. Ich will die Innenbahn zumachen. Das hat schon mal gut funktioniert. 3 Runden und der Rest von dieser noch. War ich jetzt ein Stück zu weit draußen, aber das war nicht allzu schlimm. Oh, was ist denn da los? Der schleicht ja gerade. Macht das uns aber schwer. Er versucht es auf der Außenbahn. Nee, versucht er nicht. 3 Runden noch. Eine Berundung sollte es nicht mehr geben. Ist immer noch alle im Rennen. Ein Ferrari 1-2 wird es nicht mehr geben. Da hängt der an. Hängt unser Teamkollege gerade zu sehr hinter den Minardi fest. Der kommt zu spät dran, schätze ich. Aber meinetwegen kann Alesi den Ralf Schumacher noch ärgern. Na? Komm beide ran. Doch, der Schwarz-Gelbe greift den BMW Williams an. Vorne jetzt drinne. Ich bleib mittig. Sicher, sicher. Oh, war der Unterboden gerade rot? Darauf muss ich gefasst sein. Also später bremsen vielleicht auf statt hier. Oh, wir setzen gerade nicht nochmal auf. War der gerade rot? Ferrari auf 1 und 4. Auf statt hier werden wir vielleicht hier unten nochmal aufsetzen. Da muss ich jetzt drauf achten. Ist das jetzt nicht mehr auf? Wir werden es gleich sehen. Nee, ist noch gelb. Ein Glück. Letzte Runde. Beide Ferrari auf dem Podium. Michael, komm nochmal ran. Ich mache jetzt dann gleich langsam nach der nächsten Geraden. Du kannst nochmal angreifen. Oh, er lässt gerade ab. Er hat das gehört. Er wird so oder so aufgehalten werden. Ich bin gespannt.
Letzter Sprint. Für uns sieht es offenbar gut aus. Was macht der Michael? Der ist zu weit hinten. Der wird vom Jordan überholt. Was ist denn da los? Für uns geht's gut aus. Ready for the Moshpit Shuckle, bra. Sieg. Forza Ferrari. Schön. Aber Michael Schumacher ist, glaube ich, noch Vierter geworden. Hätte ich nicht gedacht, dass Alesi das noch packt. Das sah aber genauso aus. Wir müssen rein. Nee, doch auf der 3. fällt mir zu spät ein. Wir hätten das nochmal angucken können. Mist. Wieso fällt mir das jetzt erst ein? Das war eine knappe Geschichte. 3/10 hinter uns war er mit einem Abstand von 124.000. Wir gewinnen vor Ralf Schumacher, dann Michael Schumacher, Alesi, Panis und Villeneuve bei der BHR punkten. Es punktet keine Rotnasenspitze. Häkkinen auf 7, Trulli, Kimi, Irvine, Heidfeld, DC nur auf der 12, JP auf der 13, dann Della Rosa, Frenzen, Bernoldi, Verstappen, Fisico, Button, Jong, Alonso, Thomas Enge. Kein Ausfall, nur 3 Berundungen. Ja. Platz 15. Aber erster. Schön. So muss es aber auch im nächsten Rennen weitergehen. Bestenfalls das Ganze nochmal. Also wir auf 1. Auch im Qualifying so gut es geht nach vorne. Also Podium ist auch da wieder Pflicht. Und dann wird es schwierig auf der 1 zu bleiben. Ich muss auf jeden Fall dran denken, konsequent die Lücken zu machen. An uns bekannten Stellen. Das wird schwieriger als hier in Sao Paulo. Ich bin aber gespannt. 13-10er Rückstand. Hier sieht es für uns als Team sehr gut aus. Okay, nächste Herausforderung in San Marino. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.